Und in der heutigen Folge... Okay. Was? Was? Schön, dich kennenzulernen. Was? Hä? Wen? Wovon redet er? Was? Was ist gerade passiert? Ich habe nur ein Geräusch gehört. Ich krieg die Krise. Was war das? Mach ein paar Aufnahmen von der Spitze des Leuchtturms. Ich habe übrigens kein Rasiermesserzeug gefunden. Mit dem Jeff damals. Oh, da so läuft er. Der rennt aber ganz ordentlich. Wow, der ist aber... Hui, der hoppelt aber ordentlich durch die Gegend. Hui. Mann, die sind aber schnell unterwegs hier. Das ist ja krass. In der Quarry sind sie trotzdem so... Sie läuft, der ist so geil. Da ist er nicht so fix unterwegs in der Quarry, muss ich sagen. Ich mache jetzt sehr viele Quarry-Vergleiche, ich weiß, aber das nur, weil ich das eben als letztes gespielt habe. Und das ist ja von den gleichen Machern. Glöbe ich, näher dich der Wand. Das dauert zu lange. Nein, tut es nicht. Ich habe mich nur umgeschaut und vielleicht finde ich ja eine Münze oder so. Super schön. Jetzt nimm meine Hand und hilf mir hoch, Schatz. Danke. Cool. Uhuhu. Ich jogge hier durch den. Hey, Leute, Beeilung. Schon dabei. Ich drücke L1 die ganze Zeit schon. Vor allem schnelles Gehen, das ist ja Rennen, Alter. Hui. Ach, der kann auch so springen? Nein, okay, nicht. Ich dachte, er kann vielleicht auch. Mann. Sieht aus, wie als wären wir in Schottland oder so. Mann, ist das laut. Was ist das denn jetzt? Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber... Ist das ein Leuchtturm? Oh, so viel zu ja. Plan A. Wir müssen drum herum kommen. Ah. Na los. Alles für die Aufnahme, ne? Cliff-Erosion. Ansehen, ach so, mit Dingen. Sieht gar nicht so schlimm aus. Rechteck. Die Warnung, dass alles ins Meer fällt? Ich finde, wir vertrauen drauf und sterben nicht. Nee, das Schild wurde von den Anwälten aufgestellt. Das passt schon. Ja. Das sehe ich anders. Das ist ja nur aus rechtsfähigen Gründen da. Warnung Cliff-Erosion. Ich dachte, das ist ein Name. Clifferson. Mr. Clifferson. Diese Klippen sind anfällig für Erosion und können ohne Vorwarnung in tiefes Wasser stürzen. Na, wunderbar. Das hilft uns ganz sicher. Okay. Okay, let's go. Drücke X, um mal runterzuspringen. Neue Bereiche zu betreten. Sind wir in einem Actionspiel? Was ist das denn? Hui. Oh, was haben wir da? Hey, Mark, ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Fürs Filmen oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder anstrengend. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die... Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Ich finde, die hat ganz gut angegangen, aber ja. Angefangen, aber ich bin ja kein so. Director oder sowas. Also keine Ahnung, ich bin ja kein Filmemacher. Also wenn sie sagen, es scheiße, dann glaube ich denen mal. Geht's denn weiter da vorne? Und da ist... Okay, ganz ehrlich, ich hatte gehofft, wenn ich hier so weit weg von allem bin, dass ich vielleicht eine Auszeit hätte. Kann ich da in die Aushöhlung reingehen? Auszeit. Wozu soll das gut sein? Naja, bisschen runterkommen. Das ist nichts für mich. Wow, Mark, Vorsicht, da stehen Leute. Also eben, in dem Falle ich. Auf die Victims. War wohl ein übler Sturm. An die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai 1907, der 187 Leben auslöschte. Die Crew und die Passagiere der SS Cassiopeia, die zu Fuß dieser Klippen in die Felsen fuhr. Ist das das Schiff aus Man of Medan? Das wäre lustig, wenn es so eine, was sie übergreifende so Anspielung oder sowas ist. Ich glaube, dass diese Spiele auch alle auf wahren Geschichten irgendwie basieren. Ich kann mich auch irren, aber ich weiß, dass der Man of Medan, glaube ich, ja, es ist ja alles X, auf jeden Fall da auf einer echten Geschichte basiert, weil da bist du in diesem Schiff eben und blablabla. Und das hier basiert auf jeden Fall auch auf einer wahren Geschichte. Weil den hat es wirklich gegeben, eben den Holmes.
nicht nur den Sherlock Holmes, ich weiß, das ist der, der mir als erstes ins Gedächtnis kommt, wenn ich Holmes höre, aber ja. Mark hat so riesen Augen gemacht. Drücke ein Blech. Was hat er da? Ein Feuerzeug. Ach, wie süß. Na, damit werden wir aber eine Menge Licht bekommen. Hey, wenn wir Scheiße, Alter, das ist ja gefährlich. Ich dachte, das ist Wasser. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Brandtasten. Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Ich schaff den Schnitt auch allein. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Eine Auszeit nehmen. Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh. I'm all alone. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast? Hier mit dem Job. Mit dem Schrank Job versteckt. Naja, vielleicht hat er ja eine Dame, die er im Schrank versteckt hat. Aber eine aufblasbare, wenn dann. Sie richten ihn wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet. Oh ja. Das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ich meine, benutze R zum Balancieren. Wow. Okay. Du musst ja nicht unbedingt verheiratet sein oder in einer Beziehung sein, um irgendwie happy zu sein im Leben. Du kannst auch. Es kommt ja drauf an, wie du bist, ne? Wenn du so bist, ja, ich bin voll erfüllt dadurch, dass ich Freunde habe und Familie, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Lebenspartner, dann ist das alles ja nicht so schlecht. So, okay, ich war gerade so, wo müssen wir denn hier? Da. Ladebildschirm. Ah. Also aufpassen, dass du dich da nicht verletzt an dem Metallding da. Scheiße, was zur Hölle ist das? Eine Puppe. Naja, die hängt hier ab. Gehört vielleicht zu einer alten Museumsausstellung. Ja. They got me. Ah! Das ist mir peinlich. I should have gotten scared of the. God damn it! They got me! A man! How dare they? diese Arschlöcher. Die haben mir die Hand. Alles ist gut, Ichi. Ist alles gut. Den Kopf so bewegt. Ja, Gesundheit. Ja, gut. Kommst du? Ja. Ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte in die Show passen? Ist mir nur aufgefallen. Komme. Das Licht am Nebel? Du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug überschneidet sich. Bist du da sicher? Ist da hinten ein Boot? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade. Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Ich habe mich erschreckt und mein Hund hat sich erschreckt, weil ich mich erschreckt habe und jetzt hat er vor Aufregung gepupst und jetzt stinkt es hier. God damn it, bro. Dog farts never pleasant. Ach komm, was? Da passiert nicht. Okay, es ist einfach nur ein fliegendes Schloss. So, nee, kannst du nicht rein, sorry. Was ist hier? Durchs Fenster vielleicht? Kannst du durchs Fenster vielleicht rein? Ist hier irgendwo etwas, was ich benutzen kann? Komme ich da nachher vielleicht rein? Oh, halt, da war was. Da war X klettern. Haha, gucke mal. Big Brain. Einmal Licht. Feuer. Ansehen. Das Ding hat schon ewig keiner angefasst. Was ist das? Weil es immer noch Nebel gibt. Das geht jetzt alles automatisch. Oh, das sind die Leute, die verantwortlich dafür waren. Vacation Time. Okay, ganz viele Namen. Bill Smithson, Patrick White, Wendy Earl, bla bla bla, Sophie Martin. Ich frage mich, ob das alles Entwicklernamen sind oder sowas. So. Da ist nochmal die Wendy Earl, Patrick White, Urlaub, Carl Brenton, Diego Camillo, Sophie Martin, Alan Paynes. Okay, also teilweise dieselben Leute. Keine Ahnung, was das KS und
TS, da heißt Supervisor, Initial, okay. Also die Initial von den Leuten und dann der Supervisor. Wer auch immer das war. TS und KV sind die Supervisors des ganzen Boiler oder so, okay. Untersuchen. Read, please. Ja. Das will ich gern lesen. Oh, muss es halten. 10.04.2000. Oh, der 2000. Das habe ich lange nicht gesehen. Das, es ist immer irgendwie 2003, 1900 irgendwas, aber nie 2000. Weiter so, Team. Dies sollte die letzte Woche sein. Der Nebelhorn-Test gestern Abend war erfolgreich. Es sieht so aus, als ob die Automatisierung funktioniert. Wir machen heute noch einen letzten Test, dann können wir die Ausrüstung wegpacken. Ein paar von euch haben gemeldet, dass wieder ein Obdachloser herumhängt. Wir werden die Sicherung des Geländes verstärken und heute und morgen letzte Kontrollen durchführen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Abgesehen davon war die Arbeit bei dem ganzen Projekt großartig. Also lasst uns das Tempo beibehalten und wir werden Ende der Woche hier raus sein. TS, also der Supervisor wieder. Okay. Cool, I guess. Nicht so spannend hier drin. Kann ich die Tür jetzt aufmachen vielleicht? Hä? Er hat gerade die Hand so bewegt, als ich das... Nö? Okay, okay. Nein. Mag er nicht. Okay, dann musst du halt wieder vom Fenster raus, wenn du die Tür nicht aufmachen möchtest. Super gemacht. Sehr gut. Sehr, sehr fidel, der gute Mann. Wobei er doch aussieht, als wäre er vielleicht so in den 40ern, 30ern vielleicht. Ja, ein bisschen älter schaut er doch aus. Jedenfalls nicht so frisch im Schritt wie der Mark oder wie der gute Mann, der mit uns unterwegs ist, heißt. Gucke mal, kann ich durch? Oh ja, kann ich durch. Warte mal kurz. Bevor ich das mache, möchte ich nur schauen, was hier drüben ist. Da kannst du langlatschen. Ah, das ist wahrscheinlich zu und da müssen wir eh den Weg uns durchquetschen. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Ja, da ist ein Schloss dran. Hm. Verschlossen. Ja, wir müssen komm, durch den gibt noch einen Weg. Kleinen Spalt. Ja, optimistisch. Doch, ich weiß es schon. Ich habe es schon gefunden. Ich bin euch schon einen Schritt voraus. Warum sind wir bei einem Leuchtturm? Ich dachte, es geht hier um ein Hotel. So, mal durchschauen. Bitte vorangehen. Ist ganz merkwürdig. Entweder, ich will immer nach vorne drücken, wenn sie so sind. Aber ich glaube, sie wollen, dass du nach links drückst. Ja, ich weiß, das haben wir schon mal gehabt. Oh, nein, haben wir doch nicht. Haben wir doch nicht gehabt schon mal. Benutze Lech zum Bewegen. Kann es sich nach links oder rechts? Nein, du musst nur nach vorne drücken. Ich habe mich gefragt, ob er sich so durchschlängeln kann, weißt du? Was ist das denn da für Metall, oder? Ist das eine Wurzel? Das soll, glaube ich, eine Wurzel sein, oder? Sieht ja aus wie so eine Metallstange da. Es sieht so aus wie falsche... Weißt du, wie dieser komische Stoff irgendwie. Irgendwie schaut das so fake aus, das ganze Gras und alles. In Wahrheit ist es das auch. Okay. Tür auf. Jawoll. Gut gemacht, meine Herren. Vor allem, was passiert denn schon, wenn du da versagst? Da sind sie so, ah, okay, nochmal. Ich dachte immer, Leuchttürme sind so eben, naja, Türme. Und das hier sieht eher nicht so aus wie ein Turm, sondern eher wie so ein Haus. Sieht ziemlich alt aus. Zum Inventar ausrüsten. Okay. Ist das eine... Charlie kann mit seiner Krawattennadel verschlossene Kisten öffnen. Ach, Charlie. Du bist wie die gute Dame aus Resident Evil 1. Die hat auch ein Lockpick immer dabei. Nur eine alte Münze. Dioramen. Hals und Beinbruch. Okay, cool. Oboloi. Naja, der gute Mann hat uns ja gesagt, suche nach den Münzen, mein Freund, ich guck zu. Tut was? Tut mir leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Also, ja, schon aber in Ordnung. Ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Das stimmt nicht. Ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen. Danke, Charlie. Versteh schon. Thanks.
Manche Objekte können geschoben und gezogen werden. Was ist denn das? Das ist ja viel zu aufwendig für so ein Storyspiel. Benutze Blech, um verrückbare Objekte zu greifen. Erinnert mich an The Medium. Öffnen? Ist die Tür offen? Nö. Na gut, dann müssen wir wohl verschlossen. Ha! Die Tür war fest verschlossen. Die Idee war gut, doch Rainers Arme waren zu kurz. Ja, klettern? Aber ich will's ja nicht. Ich will ja verschieben. Ich dachte, ich kann den mit Dingens ziehen. Kannst du die nicht greifen irgendwie? Ah, auf der Seite kannst du sie greifen, glaube ich. Ja, jetzt hat er's. Oh Mann. Das ist ja komisch. Okay, warte. So. Und loslassen. Weil jetzt steht's. Ja, jetzt steht's perfekt am Fenster. Na, gucke mal. Ab hinein mit dir, Ralf. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß. Der Reinhard, der Dieter. Ja, ich bin weiß, was soll ich sagen? Wir kommen nicht so leicht ins Gefängnis. Waren das Schritte? Scheiße, was zur Hölle ist das? Ja, dich am Versteck. L2? Crewmitglieder werden nicht entdeckt, wenn sie sich verstecken. Okay. Was? Was? Schön, dich kennenzulernen. Was? Hä? Wen? Wovon redet er? Was? Was ist gerade passiert? Ich habe nur ein Geräusch gehört. Ich krieg die Krise. Was war das? Und er sagt, schön, dich kennenzulernen. War das eine Katze oder so? What the fuck? Mark, hilf mir. Was war das? Hä? I'm confusé. Oh, très confusé. Schön, dass du super. Voran. Ja, du musst irgendwie ganz komisch nach links drücken. Bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Ja. Weißt du, diese Dinge schauen ja auch immer nur gruselig aus, weil es halt so runtergekommen ist und alles. Aber wenn es schön wäre, weißt du, dann wäre es sicher recht einladend. Okay, da oben können wir hingehen. Er atmet. Sehr schwer. Okay, er geht schon mal vor. Macht das. Ich huste mal kurz. Danke. Bin schon fertig. Charlie, mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Jemand stopft eben gerne Tiere aus. Entspann dich. Tolles Hobby. Der eine sammelt Bücher, der nächste jagt und stopft aus. Mann, das war gerade wie ein Engel. Ah nein, das ist einfach nur ein Rabe, okay. Ja, ist aber komisch reingebracht an die Wand. Ach warte, die haben ja von einem Obdachlosen gelabert. Da war ja irgendwie auf dem Dings, oh, ein Obdachloser treibt sich offenbar rum. Wir werden uns das Ganze mal anschauen und sowas. Also wahrscheinlich lebt der da oder so. Was in Gottes Namen ist der? Ich war das nicht. Ich habe nichts gedrückt. Er hat aber aufgehört zu reden. Es bewegt sich. Fick dich, Alter. Bewegt sich. Scheiße. Digga. Ich muss mal einen Schluck trinken auf den Schreck. Vielleicht. Shut the fuck up. I'm doing my thing. Scheiße, Alter. Wieso? Was? Jetzt hört's auf. Hm? Oh, da ist was. Okay. Ich war schon so, du musst doch irgendwie auf den Leuchtturm kommen, hä? Nach oben. Alles wird gut. Es wird alles gut. Aber wer hat die Tür aufgebrochen? Das ist verwirrend. Sieh mal. Das ist perfekt. Na komm, film los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann machst du einen Zoom auf den Leuchtturm. Ich tu mir nur den Nacken knacken. Alles gut, Leute. Also, das ist gar kein Leuchtturm, oder? Taxi.
Los, gehen wir lieber zurück. Klingt gut, klingt gut, klingt gut. Was ist das denn für ein Boot? Sieht aus wie im Märchenpark am Neusiedlersee. Das Bötchen, wo du so rüber kannst. Kennt keine Sau, ich weiß. Aber ich weiß, wovon ich rede. Ist er das? Keine Ahnung. Wir haben ja nur telefoniert. Ich glaube nicht, woher, dass er das ist. Wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich habe gar nicht gefragt. Mysteriös. Spielen wir einfach mit. Naja, vielleicht hat es irgendwer aus der Dings irgendwo erwähnt und dann hat es irgendein Bekannter oder was auch immer. Genau, ist ja der Wurst. Ich bin Grantham Dumet. Alle an Bord und es kann losgehen. Der schaut auch niemanden an. Aaron. Die Augen, Mann. Ich weiß nicht warum, aber sie schauen alle nicht. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Irgendjemanden an. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Like, what is that face? Sollen wir aufbrechen? Awkward. Ich kann Ihnen nicht genug für diese Gelegenheit danken. Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar. Okay. Natürlich. Klar. What is happening? Beobachtet uns jemand aus dem, wo auch immer wir gerade waren? Ich dachte, es ist der Leuchtturm, aber... Oh Gott! Wir wissen nicht, wer von uns krepieren wird! Du weißt etwas, Lex Luthor! Was weißt du? Cool. Jetzt die Überfahrt. Übers Meer. An unserem gelben Boot. Oh. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist es hier gefährlich? Nein. Immer. Unfug. Kate. Sicher? Schon wieder ein Kate. Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Ja, aber wirklich. Wenn jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte. Ja. Vorsicht. Macht Sinn. Würdest du da nicht, wenn du so viel Geld hast, weißt du, so eine private Rettungseinheit irgendwie da haben wollen? Zur Sicherheit, dass halt nichts passiert. Also wenn was passiert, neckisch, huste dir kein Lungengewebe raus. Ich bin nicht fürs Wandern angezogen. Nichts sagen kannst du auch. Atme liebenswürdig hoch. Langsam, Charles. Huste dir bitte kein krankes Lungengewebe raus. Schon okay. Stell dir einfach vor, da oben wartet eine Packung Kippen. Na, du rauchst? Hast recht. Nicht gut. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Wow, Private Property. Was er wohl von hier fernhalten will? Menschen. Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Okay, von mir aus. Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera, ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Wieso nicht? Das ist suspicious. Ich schätze meine Privatsphäre. Wir können sie ja blurren oder rausschneiden. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit, Aaron. Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Mann, sieht aufwendig aus. Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus. Und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumet. Hier lang. Okay. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Oh, you can count on me, boy. Okay. Little nightmares. Die essen hier Menschen. Mr. Dumet ist ganz schön streng. Dumet? Habe ich gemerkt.
Met, heißt das irgendwas? Oder? Ohne, dass es merkt. Der Met-Brötchen, Meat, ich will wissen, was Met ist. Someone, wieso Dumet? Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Geflirtet? What is happening? Mein verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Ha! Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Okay. Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Okay. Was ist los? Na los. Ich erkläre es dir später. Ja, bitte, weil ich habe jetzt... Schauspielunterricht? Ja, ja. Ich habe das jetzt nicht ganz gecheckt. Eine bessere Übersicht. Okay. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Oh, okay. Na gut, Ladies. Brechen wir mal ein. What the fuck? Ist ja immer gut, wenn du eine Crew hast, erkunde die Insel, die einfach mal Verbrechen begehen kann. Und dann nachher, wenn du erwischt wirst, kannst du einfach sagen, oh nein, das wollten wir ja gar nicht. Ist ja nur so passiert. Die rennen aber fix durch die Gegend. Hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Warum machst du das überhaupt? Okay. Warum sagst du sowas Gemeines immer? Kann man die Show noch retten? Vielleicht. Wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Information findet. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Okay. Das ist zugemauert? Also zugemauert, naja. Zugebrettert eher. Private Property... Privatbesitz betreten verboten, danke. Okay. Also das ist die letzte Chance praktisch. Was ist das? Untersuchen. Oh Mann, wie hat sie das denn gesehen, bitte? Das habe nicht mal ich erkannt. Nice. Ich kann die nicht umdrehen. Cool, ich habe eine Münze. Alright. Nice. Geld. Hua! Bisschen schwierig. Dafür bist du aber sehr elegant drüber gesprungen. Wow, dich habe ich überhaupt nicht gesehen. Leider. Hier ist ganz schön viel eingestürzt. Also wahrscheinlich wegen dem Sturm damals, ne? Das hat sich niemand... Aber schau, wie schön, weißt du, die Architektur und alles. Wenn du da aufräumen könntest... Achtung, Kopf! Schon ganz hübsch hier, muss ich sagen. Ich glaube, ich wäre ja so exzentrisch, wenn ich das Geld hätte... Aber auf so einer Insel irgendwo, im Nirgendwo. Naja, vielleicht nicht irgendwo im Nirgendwo, aber ich würde mir irgendwas, damit die Leute sich denken, Alter, die bringt da Leute um und ich bin so... Nein, aber ich möchte, dass ihr das glaubt. Einfach nur, weil ich... For shits and giggles, weißt? Ich glaube, ich wäre so drauf. Ich meine, ich weiß, dass ich so drauf bin, aber wenn ich das Geld hätte, würde ich, glaube ich, ziemlich wilden Mist anstellen. Einfach damit die Leute was zum Reden haben und sich nicht ganz sicher sind, was sie von mir halten sollen. Und ich wäre so, tja, wer weiß das schon. So bringen sie Menschen um. Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Vom Bergsteigen oder was? Oh. Also Ladies, einmal hoppity hopp. Lara Croft Style. Macht es wie unsere Helden. Hui. Wunderschön. Die können das aber sehr gut. Oh Mann, das Balancieren macht mir jetzt schon Sorgen. Fall bitte nicht runter und stirb, ja? I'm trying. Mark noch heult. Deine Sorge rührt mich. Echt. Ja, gut gemacht. Gut gemacht. Okay, da kannst du nicht hin. Der Fleck hält dich auf. Ist das eine Mülltonne? Wow. Dass die da noch steht? Die Mülltonne fasziniert mich so. Oh, beeindruckend. Alles andere? Nee. Die Mülltonne? Wow. Wow. Was haben wir da? Ansehen?
wo das wohl hinführt? Den Hügel hoch und runter. Ja, wollte ich auch gerade sagen, hoch. Was liegt am anderen Ende? Ich dachte, das Hotel oder so. Ich habe keine Ahnung. Das hier ist das Ende, oder nicht? Ist da unten weiter? Nee, oder? Das ist, glaube ich, die Endstation da. Und dann kannst du nach oben fahren. Oder hier runter. Oh, okay. Klettern wir mal. Jesus, bitte nimm diese Gabe an. Das ist so doof. Einfach diese gesichtslosen diese emotionslosen Ausdrücke im Gesicht. Das meine ich. Ist aber nur... Ah, schön. Aber... Leben Sie hier draußen auf der Insel? Runter! Mit Ihrer Familie? Meine Frau ist... Sie starb. Oh, scheiße. Tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Kommen Sie. Wir sind gleich da. Ich habe mir jetzt... Sie haben uns nicht entdeckt. Na los. Ich habe mir echt viel Zeit gelassen jetzt. Hier draußen ist nichts. Weil ich kurz so war, was? Ich war kurz so, mein Hirn war so... Hä? Verstecken, was? Okay. Gut, sie haben uns nicht entdeckt. Also da hoch? Nein. Okay, sie muss 1, 2, okay. Sie muss beide so hoch gehen. Hat den Fuß gehoben. Wunderbar, Mann. So, da drüben wollen sie vermutlich hin. Also schauen wir uns zuerst hier drüben um, ob wir da was finden. Kannst du da irgendwas machen? Nö. Das ist ja faszinierend. Ach, man ist zu. Wie wär's mit da drüben? Wo da drüben? Oh. Da drüben. Ja, das geht. Da drüben? Da geht's, glaube ich, weiter. Ich weiß es aber nicht. Probieren wir es erstmal hier. Schauen wir mal. Ich möchte, so gut es geht, alles mitnehmen. Aber ich weiß eben nicht, wo es weitergeht immer. Wo sich dann das Spiel einschaltet und sagt, hey, gut gemacht, du bist vorangekommen. Alter! Ist doch nur ein totes Tier. Ich meine, ja, ist bläh, aber... Ist ja nicht so, als ob das irgendwie angenagt ist von irgendeinem Menschen oder so, sondern... Ugh. Irgendwas hier, im kleinen Bereich hier, so... Nö. Na gut, dann geh einfach mal hier rein. Yeah! So. Ich habe gehört, du bist auf Wohnungssuche. Wer? Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Aber mega schönes natürliches Licht. Ach so. Okay, das war jetzt so. Das war jetzt. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass sie von diesem Haus hier redet. Ich dachte, sie fängt jetzt einfach eine Konversation an, wie sie jetzt so machen. Mittelmeerkreuzfahrt 21. Hat ihr mit eine Familie? I just got high. What the fuck was that? Urlaubsfoto. Warum liegt hier ein random Urlaubsfoto in diesem abgefuckten Bereich vom Dumet? Das ist ziemlich schräg. Birdspotting. Ha, verspotte es. Vogelbeobachtung, ein Beobachterguide über die Vögel der britischen Inseln. Ach Gott. Ein gründlicher Guide zu den Vögeln, die auf den britischen Inseln leben und dorthin ziehen. Bestimmen Sie die Vögel anhand von Farbfotos, entdecken Sie, wo Sie die einzelnen Arten finden können und erfahren Sie von erfahrenen Vogelbeobachtern mehr über ihre einzigartigen Persönlichkeiten. Schnauze! Sobald Sie einige gefiederte Freunde gefunden haben, können Sie Ihre eigenen Beobachtungen mit Hilfe des praktischen Notizteils machen. Oh, wie schön. Immer wie in den, damals noch in den Beschreibungen zu Videospielen, wo du hinten immer Notes zur Notiz machen konntest für das Spiel. Halten Sie auch Ausschau nach unseren anderen Publikationen, darunter Die Welt gehört den Vögeln, Auf den Spuren der begehrtesten Vögel der Welt, ein Leitfaden für Reisen durch Großbritannien und darüber hinaus auf der Suche nach den bemerkenswertesten Vögeln der Welt. Aber sind wir nicht in Amerika? Bin ein bisschen verwirrt. Ich bin nicht gut in Geografie, vielleicht gehört ja Britannien zu Amerika.
Kann ja alles möglich sein. Muss. What the fuck? Was war das? What the fuck? What just happened? Kursrichtung. Was ist das denn? What the fuck? Erstes Gesperr, 31, Urlaubsfoto. Yo! Was ist das denn für ein freischaltbarer Baum? Wie viele Skills muss ich denn da? Yo, what the fuck? Mark. Ach so, da kannst du sehen, mit wem sie auf guter Stimmung ist und mit wem nicht. Sie ist wagemutig, gebildet, ambitioniert und ängstlich. Na, das hilft mir ja viel. Jamie und Kate schauen ja schön aus. Es ist immer das gleiche Bild aber von ihr, okay. What the fuck was that? Vor allem sie daraufhin muss weitersuchen. Oder hat sie das zu ihr gesagt? Das ist einfach nur zufällig gerade passiert. What the hell was that? Öffne. Tür auf. Schräge Dinge passieren, Mann. Sehr schräge Dinge. Komm, lass uns weitergehen.